Hier wird es heute Abend laut. Taylor Swift, eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten, kommt für 2 Konzerte nach Hamburg. Schon Stunden vor Konzertbeginn wird es langsam voll rund um das Volksparkstadion. Der ein oder andere Swiftie, wie sich die Fans selbst nennen, ist schon früh morgens angereist. Also ich bin jetzt seit 2:30 morgens hier. Ich habe mir extra ein VIP-Ticket gekauft, damit ich halt auch die Möglichkeit habe, ganz vorne zu sein. Und da dachte ich mir so, okay, alles klar, wenn ich schon 650 Euro für ein Ticket bezahle, möchte ich halt auch wirklich vorne stehen. Der Hype um die 34-jährige Sängerin ist gigantisch. Noch vor Ort basteln die Fans ihre Kostüme für das Konzert fertig. Bei Taylor Swift ist es so, dass es tatsächlich häufiger vorkommt, dass die Leute dann ihre Outfits quasi nachstellen, und das ist tatsächlich so eine Art Nachstellung von so einem Bodysuit, den sie beim Konzert auch trägt. Also bisher würde ich sagen, dass ich ungefähr 80 Stunden dran gesessen habe, und ich hoffe, dass ich es noch mehr oder weniger fertig bekomme, bis wir eingelassen werden, ja. Eine andere Swiftie ist im Engelskostüm erschienen, eine Anspielung auf den Song The Archer. Passenderweise ist sie extra für das Konzert nach Deutschland geflogen. I'm from Israel. Ich komme aus Israel. Ich kam besonders für das Konzert, also nur für eine Nacht. Dann gehe ich wieder. Wie viel hat das gekostet? A lot. Viel. Man könnte ein Haus davon kaufen. Auch überall zu sehen, solche Armbändchen. Die Swifties basteln sie und schenken sie sich dann gegenseitig. Ja, also es gibt ganz viele. Also meistens sind es ja Songs, ne? Also so Red oder das sind auch Eras. Aber manchmal macht man auch Songtexte. Also jeder kennt ja so It's Me High, das Anti-Hero oder so, sieht man da. Also ganz viel. Manchmal sind es auch so, oh, der geht kaputt. Manchmal sind es auch so Insights oder so. Für viele hier ist Taylor Swift mehr als nur eine Musikerin. Seit vielen Jahren begleitet ihre Musik die Fans. Also ich bin schon recht lange Taylor Swift-Fan, seit der Red Era ungefähr. Bedeutet, ich bin mit ihr aufgewachsen und man hat so jede Lebenssituation quasi für einen da. Sie hat einen Song für alles, was einen beschäftigt. Man kennt sie ja so seit 2014 durch diese Songs, die sie groß gemacht haben. Aber so ein richtiger Swiftie bin ich tatsächlich erst seit Midnights, aber dafür mit umso mehr Herz. Und habe dann jetzt in dem ein Jahr oder was das jetzt war, irgendwie gefühlt alles aufgeholt, was man aufholen kann. Und bin dafür damit umso mehr Power dabei, auch wenn ich noch nicht so lange Swiftie bin. Also ich verfolge sie ja schon sehr lange, seit Fearless. Und mein Lieblingsalbum ist Speak Now. Da singt sie ein Lied, und auf das freue ich mich halt einfach sehr. Also es heißt Enchanted. Ich habe ein Jahr darauf gewartet. Die letzte Woche war grauenhaft gewesen. Ich konnte nicht schlafen vor Aufregung, Bauchschmerzen, und jetzt bin ich hier. Hier und bereit abzugehen. In diesem Sinne, shake it off.